Und damit dann hallo und herzlich willkommen zurück bei 3 vs. Schrott. Und wir sind eigentlich fleißig dabei, fleißig immer weiter Schrott zu produzieren. Ja. Würde ich so sagen. Das kann man so sagen, ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, der Schrott gewinnt. Ja, das kriegen wir noch hin. Ich versuche jetzt aber mich mal am Kran. Ich versuche den mal zu reparieren. Ah. Dass wir da hoch können. Boah, da bin ich ja gespannt. Ich will wissen, was da oben drin ist. Jetzt muss ich das aber ein bisschen hat einer von euch kurz Zeit? Ja. Ja, brauchst du irgendwelche Teile, wenn ich auf dem Weg bin? Nee, es wird nur kurz wehtun. Oh. Irgendwer müsste die Leiter mal hochklettern, damit ich weiß, wo ich ansetzen muss. Mhm, kann ich machen. Der Rampe. Na Gott, will ich jetzt hier wirklich den Rover hier parken? Naja, ich glaube schon. Markus ist schon unterwegs, der hat auch noch keinen Schaden bekommen, glaube ich. Doch, irgendwie schon, gerade vom Sandsturm, glaube ich. So, wo ist das Ding kaputt? Ich würde schätzen, da wo ich bin, weil da ist nämlich jetzt kein Außen, ist irgendwie dieser Außenränder nicht da. Okay. Und er will auch nicht weiter nach oben steigen. Ja, perfekt, ich glaube, das reicht mir. Mal gucken, ob ich das so hinkriege. Ja, Winkel ist nicht optimal, aber das passt. Da sollte ich rankommen. Perfekt, danke. So. Ich habe keine Ahnung, ob das als Folgenscreenshot taugen wird, aber wir probieren es einfach. Na. Okay, jetzt müssen wir hier mal reinschneiden. Also da oben ist auf jeden Fall noch ein industrielles Cockpit dran. Ah, das ist nicht ganz so... Also wenn jetzt alle Leitern, ist es, glaube ich, aber nur ein Stück, was kaputt ist. Und das ist genau da, okay. Ich muss nochmal einen neuen Ansatz machen. Okay. Okay, spannende Konstruktion auf jeden Fall. Ja, das funktioniert schon. Der Winkel sieht besser aus. Ich meine, ich könnte wahrscheinlich auch eine Rampe bauen, um ganz nach oben zu kommen, aber ich glaube, so ist nicht verkehrt. So, da ist das kaputte Stück, okay. So, das Beacon können wir tatsächlich noch irgendwo einbauen, denke ich. Ich brauche kleine Stahlrohr. Kleine Stahlrohr? Haben wir bestimmt irgendwo, ne? Habe ich einstecken, 16 Stück. Oh ja. Dann, Moment, schmeiß ich einfach runter. Habe ich, danke. Ich hoffe, das ist die einzige Leiter, nicht kurz vor Ende noch eine. Naja, wir hätten hier auf jeden Fall noch genug Konstruktionskomponenten und interne Platten, dass man hier irgendwie noch was machen kann. Ich krabbel erstmal, mal gucken. Okay. Jetzt sieht es ganz gut aus. Ich kann leider das Ende nicht sehen. Ist aber, glaube ich, noch ein ganzes Stück. Ich höre es bei euch auch knallen. Ist alles gut, oder? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Was soll schon schief gehen? Okay, ich bin oben. Gut, oh nein, man kommt nicht nach ganz oben. Oh, echt nicht? Der Kran steht dafür schlecht. Obwohl, warte mal, Cockpit. Da können wir den noch bestimmt ein bisschen drehen. Aber wenn er Saft hat. Ich habe einen Sensor. Oh, das ist ganz nett, was im Cockpit ist. Das hat sich schon gelohnt. Erzähl. Was ist denn da drin? Elite-Schweißgerät. Och nö, Schnieke. Geil. Ja, ja, wer viel wagt, der viel gewinnt und so. Ja. Muss ich noch den Rotor drehen und dann sieht das auch schon besser aus. Drehmoment, 1000 Newtonmeter, das sieht nicht gut aus. Ah, der Kran dreht sich. Ja,
Ja, ich rutsche hier gerade ein bisschen hin, auf mal lustig auf meinem Hinterrad hin und her. Das ist irgendwie auch ganz toll. Ah, okay. Ja, jedem halt so das eine, ich weiß. Ja, jeder hat so seine Hobbys. Mein Gott, dreht er sich langsam. Ich bin schon begeistert, dass er sich überhaupt dreht. Ja. Bis es gleich einmal Peng macht wahrscheinlich. Das dürfte jetzt aber reichen, oder? Es reicht immer noch nicht. Nur kleiner roter dreh dich. Ich habe ja auch gerade Spaß mit ein paar widerborstigen Matchblöcken, die nicht so richtig wollen. Jetzt aber. Oh. So, rein theoretisch hätte ich jetzt hier irgendwie. Ich habe ein Problem. Was für Erzähl. eins? Der Rotor hält nicht mehr an. Oh, Hm. Bremskraft einstellen. Ist auf Maximum. Oh. Aber Das warum? ist, äh. Jetzt weiß ich nicht, wann ich aussteigen kann. Ah, warte. Ich glaube, ich werde langsamer. Bin Das langsamer sieht auf jeden geworden. Fall von hier oben ganz spannend aus. Von hier unten. Ja, ich bin auf jeden Fall jetzt draußen. Okay, Kran hat angehalten, sehr schön. Jetzt will ich ja noch eigentlich wissen, was da in dem Container drin ist, ne? Ja, irgendwie Ja. schon. Ich weiß aber nicht, ob ich da rankomme. Ist auf jeden Fall eine abenteuerliche Ko oh, Konstruktion. Welche von den ganzen Konstruktionen, die wir gerade abfeiern, ist es nicht? Ja. Überlebe ich das? Ja. Aber das ist nicht so leicht. Ich glaube, den Container werde ich aber droppen müssen. Dann ist das so. Anders komme ich da, glaube ich, nicht ran. Also ich komme da bestimmt drauf, aber nicht mehr lebend unten an. Ah, okay. Ach nee, warte mal. So. Sieht gut aus. Oh, man hat einen ganz guten Überblick von hier. Trotz Sandsturm. Ja. Können wir eigentlich auch mal gutes Wetter kriegen, oder? Nein. Ah, nee, eher nicht. Es ist so ein bisschen wie bei Minecraft. Bei Minecraft ist es ja auch grundsätzlich entweder dunkel oder es regnet oder beides. Ja. Ja, richtig. Wir Ja. haben einen kleinen Frachtcontainer, aber Large Grid. Der ist nicht ganz so gut in Schuss, aber wir hätten einen. Das heißt, droppen ist eigentlich keine gute Idee, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Dann ist nur die Frage, wie. Ihr könnt ja mal hochkommen und euch das angucken. Ist ein bisschen abenteuerlich der Weg, aber. Ja, dieser Weg wird kein leichter sein. Ja. Jetzt wird er auch noch musikalisch. Oh. Hashtag Bildungsauftrag. Wobei, ich weiß nicht, ob man bei dem, bei dem, ob man bei diesem Song von Ja. Bildung sprechen sollte. Das ist Oh Gott. schwierig. So, ich gucke mir das mal oben an. Ja, kommt mal hier hoch. Ja. Ich habe übrigens noch 17 Sauerstoff. Lass mich erstmal runterkommen. Jetzt, wo du es gerade sagst. Ich sehe es auch gerade. Nicht mehr viel Sauerstoff, ja. 14. Oh Gott. Das sagt er natürlich, wo ich auf dem halben Weg mal oben bin, ne? Ja, tut mir leid. Wann Ich auch habe noch sonst? 14 Sauerstoff. Ja, aus der liebevollen Kategorie der Weg, warum sonst? Können wir eine Belüftungsanlage bauen? Wenn wir Lüftung irgendwo herkriegen, ja. Also bauen den Block können wir nicht. Nee, den müssen wir finden. Schade. Ah, Ja,
Aber wenn wir Glück Okay. haben, es gibt irgendwie manchmal einen Traktorwrack, da sind gleich vier davon. Wie kommen wir Ah, dann jetzt klar. an Sauerstoff? Irgendwo hinfahren, Ins wo kein Tal fahren, Sandsturm ja. ist. Okay, ja dann. Geht gerade nicht. Richtig, Warte haben wir nicht mal. irgendwo mal. Ne, wir hatten keine Sauerstoffflaschen. Nee, nee, nee. Irgendwo in dem Nur Schrank waren leere. welche, aber selbst wenn, haben wir keine H2O2, um sie aufzuladen. Naja, die waren alle leer, ja. Mir bleibt jetzt nicht anders übrig. Ich würde jetzt fahren. Okay, dann Weil fahren ich. wir halt erstmal. Ja. Aber Zocker sitzt bei mir dran, oder? Ja, Ja. weil. Ich baue gerade Markus, meinen willst du auch mit? Roller. Dann fahren wir kurz ins Tal. Ja. Fahren wieder zurück. Gib mir mal eine Sekunde, dann kann ich die eine Wasserstoff-Engine hier noch Ja, mitnehmen. so 8 habe ich noch ungefähr. Ja, 10. Okay, ich bin abfahrbereit. Aber erstmal Richtung. Am besten da, wo wir gekommen sind, ne? Da war ja irgendwo Sauerstoff. Baum. Baum lebt noch. Schon mal warm, ist schon mal schön. Warm ist schon mal gut. Jetzt noch Sauerstoff und nett. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das angezeigt kriegen, solange wir im Cockpit sitzen. Das weiß ich auch nicht, aber es müsste sich ja trotzdem auffüllen, oder? Das stimmt ja eigentlich schon. Normalerweise, ne? Sonst. Ja. Hier. Warte mal, ich lass mal kurz aussteigen. Hier ist ja schon kein Sandsturm mehr. Ne, ist immer noch niedrig. Okay, weiter geht's. Alles gut. Hier ist wieder kalt. Das kann doch nicht sein. Oh, hier ist Na, Sauerstoff. ich wollte sagen, ich habe wieder 100% jetzt. Ja. Ui, dann können wir zurück. Ja, hast du Sauerstoff gefunden, Markus? Sonst würde ich hier kurz Noch warten. nicht. Ich fahre gerade irgendwie zu deinem Punkt. Ich warte hier kurz, dann hast du den Punkt. Ja, wird knapp, oder? Nee, war was anderes. Okay. Ach Gott. Naja, Frachtcontainer hast du nicht, alles gut. Genau, es ist kein Frachtcontainer drauf. Es senkt das Risiko ein bisschen. Da kommt er. Hast du? Ah, du bestimmt, du kriegst keins ja da drin. Ja, Dann bin wieder let's voll. go. Sehr gut. Ach, du hast ja sogar deinen Rover da stehen lassen. Ich war sogar so schlau, ob GPS-Punkt gemacht, hätten wir nicht mal gebraucht. Ja, ich auch, aber vorsichtshalber. Ja. So, jetzt können wir nochmal auf den Kran rauf. Yay. Also meine Stromanzeige gefällt mir jetzt nicht so. Wieso? Die ist irgendwie komisch. Was sagt er denn? Komisch niedrig? Ja, zwischen 6 Stunden und wenigen Minuten. Nehmen wir 6 Stunden. Ja, ich bin. Genau, Gehen wir ich hätte gerne die positiv sechs an die Stunden. Sache. Ja. Das ist so wie wenn du im Stau stehst und dann auf einmal die Tankanzeige leuchtet, ja? Ja, das ist nur eine Vorsichtsmaßnahme. Richtig, dann stellst du fest, Moment mal, ich fahre doch einen Tesla. So, ein Nein, nicht wirklich. das, Bisschen das ist Wirkung die hier. Tankanzeige vom Dieselgenerator auf dem Anhänger, der den Tesla auflädt. Ach so, auch clever. Guck mal, hier ist doch noch eine Batterie. Ja, Oder die hatte ist ich gerade da? abgemacht. Ja, Ah. bestens. Die können wir aber eben mit dran schmeißen, dass es ein bisschen länger hält. So, gute Idee. Was ich aber mal machen kann, wenn ich jetzt eh schon noch am. Ich Hier gehe schon mal hoch, ich rumbringen warte will. oben auf euch. Ja, mach das. Ach so, genau, da wollten wir auch noch mal hin. Heute wieder Aufmerksamkeitsspanne. Naja, was ist das? Staubflocken. Ja, vielleicht habt ihr Genau. noch eine Idee, wie wir das Ding runterkriegen. Ideen habe ich immer. Ja, Die also Frage ist, ob es danach runter noch kriege ich riecht. es auch, ja. Ja. Aber heil hätte ich den gern unten. Wach. Du bist aber Dieser Anspruch ist ja. anspruchsvoll. Ja. Oh, jetzt wird es aber hell von unten. Ich kann Licht, doch, ich habe Licht an.
Mein Gott, ist der Weg lang. Ja, also irgendwie, ich weiß nicht, Leitern in dem Spiel ist auch sowas. Ja. Kann man haben, muss man aber nicht. Genauso wie die guten Willis Ducks. Die Hat die was? schon mal irgendjemand von euch benutzt? Die was? Es gibt doch diese komischen Durchgangsröhren. Also, Ja, habe sie ich schon haben. benutzt. Ja. Okay, ich habe bisher irgendwie eigentlich noch keinen vernünftigen Einsatzzweck dafür gefunden. Auch so auf Schiffen und so, so große Schiffen finde ich die ganz cool eigentlich. Okay. Naja, und weil wir davon nicht genug haben, kommen jetzt irgendwie im nächsten Update noch halbbreite Gänge. Ja, fand ich mega gut. Ja. Ja, schon. Und ich bin ja auch sehr auf diesen Signalblock gespannt. Oh ja. Oh Gott. Vorsichtig. Endlich Garagentoröffner bauen. Yes. So, ich bin auf dem Kran. Hier sehe ich ein Rotor. Folge der orangenen Spur. Ich habe leider nicht genug Okay. Sachen dabei, damit wir ihn heil machen können, damit Wir wir die haben auch, Sachen glaube ich, rausnehmen nicht. können. Ja, wir haben nicht genug Metallgitter. Ich hätte ja eine verrückte Idee. Ja, erzähl. Ja. Wie wir das hinkriegen. Dafür muss ich nochmal runter und brauche ein bisschen Metall. Und zwar bauen wir einen Turm dran, beziehungsweise andersrum. Wir bauen erstmal eine Rampe, bauen dann von unten Metallblöcke an das Ding, machen daraus irgendwie einen Turm mit 3x3 Durchmesser und dann können wir mal eine Ebene abtragen und den Block 1 runterfallen lassen auf die nächste Ebene. Das ist viel Arbeit, ne? Das ist viel Arbeit, aber macht zumindest den Block nicht kaputt. Was ist, wenn wir so eine 50-50 Chance nehmen? Ja, können wir auch machen. Du meinst ihn so weit wie möglich in Takt schweißen und dann fallen lassen? Ja, genau das meine ich. Ich war nicht schon mit dem Schleifgerät dran, aber ja. Soll ich mich unten hinstellen und auffangen? Wenn du das schaffst. Das wäre natürlich nicht schlecht. Gott. Stehst du bereit? Ja, macht das. Im Zweifelsfall haben jetzt gleich Zuschauer was zu lachen. Das ist in Ordnung. 3, 2, 1, tschüss. Oh mein Gott, die ganze Rampe hängt dran und ich lebe. Das ist Ich faszinierend. lebe. Ich bin runtergesurft. Du nicht. Ah ja, gut. Danke fürs Fangen. Ey, das lief besser als gedacht. Moment mal, ich muss jetzt gerade mal 160 Meter laufen. Da hat es irgendwie meine Body Location hingeflippt. Ja, die liegt hier noch. Aber hey, das ist, ey, ich hätte gedacht, du stirbst und das Ding explodiert. Nö, nö, es ist weich gefallen. Das ist super. Ja. Guck mal, nix Rampe bauen hier. Einfach mal surfen, das Ding. Genau, einfach mal Körpereinsatz zeigen. Die spannende Frage ist was drin? Wenn ja, was? Ja, wir haben nicht genug Metallgitter, um das Ding aufzumachen. Okay. Könnten natürlich ein Pad dran machen. Ich befreie den jetzt erstmal. Rechtsklick, habe ich gelernt. Ah, das funktioniert mega gut. Ja, ne? Das ist irgendwie so, war für mich auch so ein bisschen so eine kleine Offenbarung. Auf jeden Fall. Weil ich weiß nicht, wie viele Blöcke ich auch schon irgendwie dabei irgendwie bei dem, ja, Aber das ist durch eine schlecht. Mod, oder? Ja, das ist, Ah, okay. okay. Ja, ich bitte dich, als ob gute Funktionen im Grundspiel enthalten wären. Ja, das Ich, soll es man aber sein munkelt. können. Ein paar gute Blöcke gibt es, so Lichter Ja. und so. Haben sie gut hingekriegt. Ja, ich meine, wenn du überlegst, wie alt das Spiel mittlerweile ist und dann auch nochmal, ich meine, auch irgendwie trotzdem sieht es immer noch echt schön aus. Jo. Also ich hätte jetzt ja gesagt, Markus, du kannst den mitnehmen. Aber ich habe mich dagegen entschieden. Ich kann hier tatsächlich hinten auf meiner Ladefläche könnte ich einen Platz dafür freimachen. Traust du dir das zu, dass der Hai an der nächsten Station ankommt? Ach, Bedächtig Schweigen. Schweigen. Also wenn man genau mittig positioniert kriegen, müsste das klappen. Ja, das sollten wir hinkriegen. Ja, guck mal, kann ich ohne Probleme anheben, das Ding. Ach, ah, das ist auch sehr praktisch. Ich einigermaßen mittig. Kann ich überhaupt schon? Ich habe gar nicht drauf geguckt. Ja, auch schmeiß einfach hin.
Na? Hat gelockt. Ja, sehr schön. Sieht gut aus. Jetzt hast du auch ein Absolut. bisschen Gewicht hinten. Richtig. Ich würd, haben wir nicht noch irgendwo Metallgitter hier? Da gerne mal reingucken. Aber ich gucke erstmal in meinem Büro, wie viele wir überhaupt haben. Ja, einen habe ich da. Ne, das ist der einzige, den wir haben. Schade. Der wäre jetzt echt gut, wenn wir den mitnehmen könnten. Also funktional. Ist auch nichts mehr drin. Ne, kriegen wir nicht. Ah, doch, ich könnte mir vorstellen, wo noch Metallgitter sind. Ich muss nochmal auf den Kran. Okay. Da ist hinten Gewicht dran. Mit Glück ist es Heavy Armor. Mit Pech ist es Blastor. Ja. Sei doch nicht so negativ. Oh, ich bin nicht negativ, ich bin Realist. Dieser Weg ist unendlich lang. Ich weiß nicht, was der jetzt hier für ein Problem hat, warum er hier einfach nicht mit dem Merchblock an dran will. Der Frachtkartell? Nee, der, die Batterie. Ah. Ich wollte sagen, Frachtcontainer war doch Large Grid. So. Jetzt ohne zu sterben hin. Ich habe schon mal keine Stahlblöcke mitgenommen. Das war schon mal schlau. Gib mir Stahlplatten. Okay, ja, also Metal Grids bräuchte man 4 Stück. Ja, einen Zufälligerweise haben wir. ein. Okay, das Ist ein Anfang. ist ein Anfang, richtig. Ich habe keins. Oh, Scheiße. Ja, schwere Panzerung ist hier halt auch eher so Mangelware. Sie siehst du relativ selten. Ich versuche jetzt mein Glück hier mal. Oh, ich habe was Besseres. Na, ich habe was Okay. anderes gefunden. Was Besseres, was Wir müssen, anderes. Herr Markus, du müsstest gleich nochmal dein Gesicht zur Verfügung stellen. Wir müssen noch mal was transportieren. Das ist Ja, auch ein bisschen komm. schwerer als der Frachtcontainer. Ja, das ist nicht schlimm. Ich muss mal gucken, wie ich das hier rauskriege, ohne zu sterben. Was passiert, wenn ich das mache? Okay, ich lebe noch. Das muss weg. Das müssen wir auf jeden Fall mitnehmen, das Ding. Bist du schon bereit zu fällen? Ah, du stehst schon bereit, Ich ne? stehe unten, ja. Es ist wirklich ein bisschen schwerer, ne? Ja, Aber. ich versuche diesmal nicht direkt runter zu stehen, sondern von der Seite zu fangen. Keine Ahnung, funktioniert wahrscheinlich nicht. Okay, ich versuche mal, ob das. Gucken, ob das runterfällt. Noch Oh. nicht. Ja, das war ein bisschen. Oh, warte, hier oben ist noch was. Das muss noch weg. Das war. Das ist nicht das, was du fangen sollst, übrigens. Okay, das Hast du aber ist gefangen. schön. Nö, es ist vor mir irgendwie in 3 Teile zerbrochen. Okay, jetzt versuche ich zu werfen. Cannot detect enemy blocks. Okay, das funktioniert leider nicht. Dann machen wir das anders. Oh, jetzt kommt's. Schade. Ist es noch einigermaßen ganz? Weiß ich nicht, ich bin gerade weggestoßen worden, aber ich lebe Okay. ausnahmsweise Du lebst noch, ja, noch. okay. Oh, ich lebe noch. Mit 7 Leben. Bin Okay. runtergefallen. Oh, das hat das Ding super überlebt. Und das ist ja schön. Die Frage ist, wo kriegen wir das jetzt noch hin? Was haben wir denn da jetzt? Ja, guck dir das mal an, was wir hier haben. Oh, schön, Strom, den keiner von uns verwenden kann. Ja, aber wir haben Strom dann wenigstens. Yay. Ja, doch, das ist tatsächlich insofern ganz cool, dass man es dann halt eben auf eine Basis packen kann. Ja. Oh, ich geh mal kurz ans Survival-Kit, ich muss mich mal heilen. Krass, dass dich das Ding nicht komplett zermatscht hat. Ja, ich stand ja diesmal nebendran, nicht direkt drunter. Ich bin ja ein bisschen lernfähig. Aber eine Large Grid Battery ist schon nicht verkehrt.
Ich glaube, Zocker hat auch gerade Erweiterungen am Rover gemacht, habe ich kurz gesehen. Ja, ich bin gerade dabei. Kriegst du eine Large-Grid-Batterie noch runter? Wenn ich gleich fertig bin, sollte hinten genug Platz sein. Perfekt. Ja, dann war das doch eigentlich alles an Gewicht, was wir da oben hatten. Aber es ist ja immerhin schon mal was. Warte, Inventar ist voll, das funktioniert dann natürlich nicht. Ich sammle auf. Oh, das war ein Schrott. Das war nur Müll, Schrott, sonst was. Ich packe einfach nur das weg. Bin gespannt, ob du es hinkriegst. Ja. Tada! Achso, nee, hast du nicht. Nee, hat's nicht gemacht. Verdammt. Du darfst nicht so viel schweißen, glaube ich, dann am Ende. Nur die Komponenten reinpacken. Ich bin mir auch nicht sicher. Obwohl, das sieht gut aus. Ah. Jetzt ist er uns. Oh ja, perfekt. Sobald Bild Vision auftaucht. Ha. Sehr schön. Das gelingt mir aber gefühlt auch nur irgendwie bei jedem 10. Versuch. Also insofern war das jetzt absolute Glückssache. Sehr gut. Dann transportieren wir die jetzt schon mal rüber. Oh, die ist ein bisschen schwerer. Na, komm. Oh, wir treffen den einzigen Baum in 12 Kilometern. Ja, und vor allem laufen wir gerade irgendwie ein bisschen an den Roman vorbei. Stimmt, hast recht. Was ist das denn hier für ein Komponentenhaufen hier unten? Gedöns. Ganz viel Gedöns. Wir haben auf jeden Fall ein paar Stahlrohre, Markus, für die Reifen. Oder hast du hast schon alle? Da bin ich mittlerweile rundum zufrieden. Mir gefällt auch das Design, muss ich sagen. Beide von euch beiden ein bisschen anders als ich es immer baue. Okay, ich baue es ziemlich simpel, muss ich sagen. Bei euch sieht es besser aus. Kommt immer drauf an, wie viel Lust und Laune ich habe, dann. Weil ich weiß, es hält immer nicht lange. Da brauchen wir nicht schön so, bauen. Möchte ich dann so viel Zeit investieren, nur damit ich dann später wieder da sitze und mir denke, oh Gott, verdammt. Naja. Schon wieder 3 Stunden für nichts. Ja. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da musst du ja auch so eine ganz spezielle Sorte von Mensch sein, wenn du da Spaß am PvP in dem Spiel hast. Ja, das hatte ich auf, ich habe ein wirklich großes Schiff für meine Verhältnisse, weil ich selten so viel Zeit investiere in große Schiffe, gebaut und habe auf Titan eine Basis, wirklich, es war riesig. Und ich war eigentlich schon echt mit dem Fortschritt gut zufrieden und dann kam halt ein deutlich größeres NPC-Schiff an und hat einfach alles eingeäschert. Ja, so wirklich komplett. Na, das ist so. Aber es macht trotzdem Spaß. Ja, da gibt es auch genug Stories von Pech, Pleiten und Pannen. Ja, massenhaft. So, eigentlich müssen wir das Ding nur noch draufschieben, ne? Können wir schon sogar, oder? Theoretisch, ja. Ich denke. Oh Gott. Wir haben wieder so ein Kraftproblem hier. Ja. Komm. Oh, 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 oh. Ja, ist drauf. Nicht hübsch, aber selten. Willst du die Magnetplatte nochmal lösen? Die halten nochmal fest. Ich probier's, Moment mal. Ja, machen wir. Oh, oh. Irgendwer muss noch mitziehen. Naja. Oh, ist besser, würde ich sagen, oder? Ja. Schief hat Charme. Könnte alles schlimmer sein. Ah, Zocker, das ist schon mal eine gute Idee. Ich sag's jetzt schon mal. Vielleicht brauchen wir die noch. Meinst du, ja? Ja. Ja, aber ob und wie sich das fährt, werden wir, glaube ich, heute nicht mehr rausfinden. Nee, heute nicht mehr. Nein.
Dann würde ich sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Ciao.